Hallo und herzlich willkommen bei SPS Tutorial. Heute zeige ich euch nur ganz kurz, wie ein Firmware Upgrade und ein Firmware Downgrade an einer CPU durchgeführt wird. Warum man ein Update durchführt, dürfte den meisten klar sein. Und zwar werden mit neuen Versionen CPU-spezifische Bugs behoben oder auch neue Funktionen eingeführt. Einen Firmware Downgrade sollte man durchführen, wenn die neue Version dann noch mehr Bugs hat als die alte. Oder wie in meinem Fall musste ich einen Downgrade durchführen, weil die verbaute CPU mit der Firmware 2.0 ausgeliefert worden ist und ich aber mit DIA V13 diesen CPU-Typ nur bis 1.8 projektieren konnte, ohne dass eben ständig eine Warnung ausgegeben wurde. Auf jeden Fall ist die Vorgehensweise beim Up- und beim Downgrade gleich und sehr simpel, wenn man weiß, wo man was findet. Ich habe bereits die Geräteansicht der CPU, die ich downgraden will, geöffnet und hier suche ich mir die Bestellnummer der CPU raus. Kopiere diese und danach frage ich Herrn Google, wo ich die passende Firmware-Version zu dieser CPU finde. Wichtig ist aber, dass nur Firmware-Versionen von der offiziellen Siemens-Website runtergeladen werden. Damit wir den passenden CPU-Typ auf der Seite schnell finden, öffne ich noch die Suchfunktion mit STRG F und kopiere hier den CPU-Typ rein und zack, da haben wir ihn auch schon. Jetzt noch die gewünschte Firmware-Version aussuchen, downloaden und das ZIP-File im Anschluss entpacken. Wieder zurück im TIA-Portal öffnen wir die Online- und Diagnose-Funktion der CPU. Ach ja, das geht natürlich nur, wenn ihr auch eine reale Verbindung zu der CPU habt. Hier finden wir dann den Reiter Funktion und darunter ist der Punkt Firmware Update, wo wir die zuvor runtergeladene Datei laden können. Zugegeben braucht ihr diese Funktion zwar nicht allzu oft, aber wenn, wisst ihr jetzt, wie man ein Up- und ein Downgrade durchführt. Also hat mich wie immer gefreut, macht's gut und ciao, bis zum nächsten Mal.